Und willkommen zurück zu Back to the Future Episode 2. Und ich denke mal, dass wir heute diese Episode abschließen werden. Ich bin mir nicht ganz sicher, je nachdem wie geschickt oder ungeschickt ich mich noch da durchstotter jetzt. Es fühlt sich jedenfalls schon so ein bisschen nach Showdown an, zumindest für diese Episode, so ein Zwischenshowdown für die Serie. Und wir haben Kit Tannen. Ja, ich will nicht sagen dingfest gemacht, aber wir haben zumindest den Polizisten Parker motiviert, ihn endlich zu verhaften, und wir haben seine Freundin Trixie dazu gebracht, Beweise gegen ihn auszupacken, welche sich in, ich glaube hauptsächlich Steuerhinterziehungen belaufen, weil er für seine illegale Bar keine Steuern gezahlt hat. Das muss man sich mal vorstellen, für eine illegale Bar keine Steuern zu zahlen. Aber gut, danach sind irgendwie ist alles ein bisschen im Chaos geendet, wenn ich mich recht erinnere, und dann sind alle rausgestürzt. Und da sind wir jetzt stehen geblieben. Wir sind auch gerade aus der Bar rausgekommen wieder. Ah, der Einstein ist da. Hey, Kleiner, wie geht's? Braver Hund. Braver Hund. Was ist denn unser globales Ziel? Wo ist Kit Tannen? Ist er abgehauen, ja? Okay, also Kit Tannen ist geflohen. Ich weiß nicht, ob der Polizist ihm nachgelaufen ist oder so, aber ich weiß gar nicht, ob man das gesehen hat. Okay, da sind Fässer. Parker muss den Fusel in der Flüsterstube beschlagnahmt haben. Parker ist der Polizist. Der hat den Fusel beschlagnahmt und dann hier auf ein paar Fässer gestellt draußen. Okay. Igitt? Igitt? Was ist denn das? Ein Flachmann? Irving Kid Tannen. Er hat das wohl beim Hinausgehen verloren. Leer. Na klar. Da wollte er sich direkt mal einen Schluck genehmigen. Oh, wie praktisch. Hat er direkt verloren hier. Dann nehmen wir doch gleich mal einen ordentlichen Schluck. Kisten mit Kohl. Der Marty McFly. Kleine Saufnase. Okay. Lach mal. Irving Kid Tannen. Igitt, macht Kit dieses Ding denn nie sauber? Er stinkt nach Schweiß und Schnaps. Und daraus wolltest du trinken. Er stinkt nach Schweiß und Schnaps. Wenn es nach Schweiß stinkt, ist es ja schon mal... Aber es ist schon mal gut, weil wir dann wahrscheinlich den Einstein wieder drauf ansetzen können. Heini? Gibt's noch was? Ne. Inventar. Flachmann. Hey Einstein, beweg deine Nase hier rüber. Gut so. Ich glaube nicht, dass Tannen und Doc bei Herbert Hoover sind, Einy. Okay, ich prüf das mal. Wir checken das. Vielleicht ist das eine Geheimtür? Ja. Ein Knopf? Ein Knopf. Und was für eine? Gut, Doc. Ich bin auf dem Weg. Crockett, was machst du hier? Schon gut, komm und hilf mir, diese blöde Brandstifterin loszuwerden. Edna! Ich habe sie beim Dynamitlegen erwischt, als ich in der Suppenküche aufgeräumt habe. Schätze, Sagan war wirklich unschuldig. Ich habe für eine Story recherchiert, du Ignorant. Das kannst du dem Papst erzählen. Hey, was soll das Ganze? Parker? Tannen, sie sind verhaftet. Schnapp ihn dir, Sacramento Boy. Das kann ich nicht tun, Kid. Was? Oh, verstehe. Warum lassen Sie Miss Strickland nicht gehen und geben auf? Hey! Dort drüben! Ah, du Depp. Achtung! Der älteste Trick der Welt. Geben Sie auf, Tannen. Alle Straßen aus der Stadt sind abgesperrt. Es ist vorbei. Vorbei? Nichts ist vorbei, bis Kid Tannen sagt, dass es vorbei ist. Besiege Kit Tannen. Ja, dann wollen wir mal schauen, was wir hier machen können, wa? Der lässt mich tatsächlich nicht rein. Ja, wäre ja auch schön blöd. Es ist doch ganz leicht, Tannen. Bei einem Tannen ist es niemals leicht. An die komme ich von hier aus nicht ran. Was kann man denn überhaupt von hier aus machen?
Okay, wir sind immerhin schon mal. Ah, ich weiß nicht, ob das so geschickt ist, sich hinter den Fusel. Also hinter den Fesseln zu verstecken, wo Schnaps drin ist. Wenn der da am Rumballern ist. Ich weiß es nicht. Komm ich von hier aus in die Lücke? Der lässt mich tatsächlich nicht rein. Nee, macht er nicht. Macht er nicht. Niemand legt sich mit Titanen an. Hey, Titanen! Tu mir den Gefallen und stirb, Ratte. Na los, Kind. Wir wissen doch... Das stecken wir einfach mal in die Tasche, das Fass. Fusel. Der Marty, der... Jetzt war im Flachmann nichts drin gewesen, da steckt er sich direkt mal das Fass in die Tasche. Kleiner Saufbold. Schnapsfass. Schießt du etwa auf mich? Schießt du etwa auf mich? Keine Ahnung, was machen wir damit? Was machen wir mit dem Fass? Was machen wir mit dem Fass? Und die Lücke? Warum liegt mit dem Fass? Schnapsspur. Das könnte ich die ganze Nacht tun, Parker. Ja, aber ich kann die vielleicht anzünden mit dem Feuerzeug. Habe ich noch das Feuerzeug? Ich habe das Feuerzeug noch. Es ist doch ganz leicht, Tannen. Ja, aber die Ätna ist ja noch drin. Ich weiß nicht, ob das so klug ist. Mal. Hey Danny, ich habe eine richtig zündende Idee. Allerdings ist Edna noch in dem Laster. Nicht so lange Edna da drin ist. Ja, so sieht's aus. Also. Hey Hohlkopf, das ist für dich. Niemand legt sich mit Titanen an. Ja, was ist denn mit dem Polizist los? Der hockt da hinterm... Hey, Kid! Friss Blei, Schwindler! Ach, den können... Okay, wir lenken den Na ab. Los, Kid! Wir wissen doch, wohin Hallo. Das führt. Hey, Kid. Hey, Hohlkopf. Das ist für dich. Jawohl, und sie schwingt dich raus unbemerkt. Sehr kluges Mädchen, kluges Mädchen. Hey, Kid. Hey, Shannon. Tu mir den Gefallen und stirb, Ratte. Nein, noch nicht. Hey. Braves Mädchen. Schießt du etwa auf mich? Schießt du etwa auf mich? Hey, Kid! Friss Blei, Schwindler! Okay, sie scheint... Ich glaube, das... Hoffen wir mal, das langt. Hey, Shannon! Tu mir den Gefallen und stirb, Ratte! Ja, ja. Alles gut? Und jetzt versuchen wir das nochmal mit dem Feuerzeug. Hey, Kid! Ha! Das ist keine echte Waffe! Stimmt. Hab ich vergessen. Dann sollte ich sie besser loswerden. Oh, Mist. Yeah! Brenn, Tannen, brenn! Ja, komm! Oh, nein! Wie, was? Oh, come on! Ist der jetzt... Jetzt ist er geflohen schon wieder. Ich habe gedacht, der stirbt jetzt in den Flammen. Obwohl, wenn er stirbt, ist es vielleicht auch wieder nicht so gut. Wer weiß, was das wieder in der Zukunft endet mit diesen Zeitlinien und so. Obwohl... Ja. Nein. Da! So gut wie neu. Sieh an, der Sohn des Richters. Gut, Parker. Ich will einen Fluchtwagen und freie Fahrt bis Nevada.
Sonst ist Browns Junge dran. Doc! Marty! Doc? Ja, ich bin's. Ich spreche mit dir durch das Funkgerät, das mein jüngeres Ich in das Raketenauto eingebaut hat. Was ist da oben los? Sieht nicht gut aus, Doc. Trixie und Parker haben ihren Teil erledigt, aber du bist nun Kids Geisel. Grundgütiger! Kein Scherz. Versuch, Kid in das Auto zu bekommen. Gib mir dann ein Signal und ich übernehme den Rest. Aber wie soll ich... Du! Emmett! Das war mutig. Nein! Du bist an all dem schuld, oder? Ich? Wieso ich? Ich hätte es wissen müssen. Ich meine, Sonny Crockett! Ja, welcher Gangster heißt schon Irving? Nichts ausweichen. Ich hab... Was muss ich tun? Niemand hält mich zum Narren, du hinterhältiger Zwerg. Ich schätze, ich bin ein Niemand. Ja, Hast du ein paar letzte Worte, du Ratte? Mann, ich weiß nicht, was mit dem... Gut, das ist doch ein Gut, das ist irgendwie eine Klappe zum Zumachen und ich weiß nicht... Dann auf die Tannen ab. ...was ich mit der machen soll. So langweilst soll. Du mich also zu Tode? Was macht denn? Das ist richtig... Will nicht. Hab ich was im Inventar, was ich hier noch benutzen könnte? Die Karikatur, die Songtexte wohl nicht, die Pfeife wohl nicht. Das Feuerzeug ist wahrscheinlich auch nicht. Nee. Kann ich die vielleicht werfen zum Ablenken oder sowas? Na los, mach schon, du Riesenaffe. Ist leer. Wozu das also? Ja, sehe ich auch so. Ich muss wahrscheinlich auch... Der Doc hängt ja noch an der Wand hier. Ich muss auch dem Doc helfen irgendwie. Du Riesenaffe. Irgendwas sehe ich nicht, glaube ich. Na los, mach schon, du Riesenaffe. Was war das? Nimm das denn. Irving Tanner, ich nehme Sie fest wegen Entführung, versuchten Mord, Steuerhinterziehung und... Ihrem erbärmlichen Gestank. Steuerhinterziehung? Hast du es nicht gehört? Das Finanzamt hat seine wahre Freude mit Trixies Büchern. Trixie? Oh, das hast du davon, Artie umzubringen, du Mistkerl. Was? Ich hab Artie nicht. Trixie? Artie? Oh, nein, Moment mal. In Ordnung, Grandpa. Mein armer Wagen. Ich glaube, ich muss mich entschuldigen, Mr. Brown. Dank Ihres lächerlichen Apparates kommt der berüchtigste Verbrecher von Hill Valley nun endlich hinter Gitter. Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen, Miss Strickland. Mein Raketenauto hat vielleicht den Tag gerettet, aber nur, weil es eine Katastrophe ist. Ich brauche eine neue Idee. Wenn Sie interessiert sind, ich hätte da ein paar Anregungen. Ach, aber ja? Erst sollten wir uns an den Film ansehen.
Genau. Sehr gern, Mr. Brown. Frankenstein. Ich glaube, Sie werden ihn mögen. Es geht um einen brillanten Wissenschaftler mit Höhenflug. So, aber ich glaube... Wir suchen Doc. Ich glaube, der Arthur, der verliebt sich gerade in die falsche Frau, kann das sein? Danke, dass ich den DeLorean fliegen durfte, Doc. Das war der Hammer. Bist du dir sicher, dass jetzt alles wieder beim Alten ist? Absolut. Kit wandert in den Knast, Jennifer ist wieder auf meinem Abschlussballfoto, Emmett wird sich Frankenstein ansehen und eine Verbrecherfamilie namens Tennant gibt es 1986 nicht. Ja, außerdem haben wir diesmal auch an Einstein gedacht. Kriminalitätsrate in Hill Valley so niedrig wie noch nie. Da ist nur Grandpa, der mit Trixie rummacht. Eine Rückkehr ins Jahr 1986 steht nichts mehr im Weg. Fühlst du dich, als würdest du langsam verschwinden? Nein. Gut, solange dein Vater in 7 Jahren trotzdem geboren wird, kann dein Großvater sich ruhig etwas aufdrucken. Die Hörner abstoßen? Ist es das, was du und Edna tun? Wovon sprichst du? Emmett und Edna werden sich gemeinsam Frankenstein ansehen. Sehr merkwürdig. Grundgütiger. Was ist los? Dafür war es zum Umdrehen war es wohl zu spät. Was ist los? Was ist das Auto kaputt? Aha. Der schöne DeLorean. Warum? Was ist los? Wo ist der Doc? Wo bist du, Doc? Keine Panik. Wir haben alles unter Kontrolle. Doc? To be continued. Alles klar, Leute. Das war Episode 2 von Back to the Future. Auch wenn ich nicht ganz kapiert habe, was genau am Ende hier passiert ist gerade. Martin McFly, age 18. Okay, Doc. Let's see what kind of nightmare alternate timeline I've landed in this time. Father George, Mother Lorraine. Jetzt sind wir wieder auf Englisch. Okay. Hill Valley under Citizen Brown. Is not quite the contented town you were led to believe it was. A re-education program? What the hell? Please don't swear, Martin. It makes me uncomfortable. Zero demerits, until this morning. We're through, McFly. I'll never date such a square again. My own girlfriend thinks I'm a square? The obvious question, Mr. McFly, is what happened to you? Jesus Christ, Doc, what happened to you? Bürger Brown. Gotta be back in time. Das war Episode 2. Und ich hab nicht wirklich kapiert, was da jetzt am Ende passiert ist. Vielleicht sollte ich es auch nicht wirklich kapieren. Oder ich stehe auf dem Schlauch wie so oft. Also ich habe ja zuerst gedacht, ich lasse den Vorspann gerade nochmal, scheint fertig zu sein. Also ich habe zuerst gedacht, dass der Arthur sich gerade in die falsche Frau verliebt. Denn so wie ich das verstanden habe, sollte er sich ja in eine Betty verlieben, die dann die Großmutter von Marty McFly wird. Ich meine, der Name war Betty gewesen noch. Ich weiß gar nicht, ob wir die schon gesehen haben.
Und jetzt hat er sich aber in die Trixie verliebt. In die Sängerin. Vielleicht ist es auch dieselbe Person, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, weil es hieß eigentlich nur, sie muss gegen ihn aussagen, gegen Kitten. Aber da war kein Wort davon, dass es mal Martys Großmutter wird. Oder habe ich es falsch verstanden? Egal. Jedenfalls, das war eine Sache, dass meiner Meinung nach verliebt sich der Arthur in die falsche Frau. Wobei wir nicht wissen, was das für Auswirkungen auf die Zukunft oder auf Marty hat. Und dass die Edna mit dem jungen Doc Brown ins Kino geht, in den Frankenstein-Film, war wohl auch nicht so geplant. Ist wohl auch eine Abweichung von der Zeitlinie. Aber eine sehr fatale, wie wir jetzt eben, so wie es eben ausgesehen hat. Man hat jetzt nicht gesehen, was der Doktor auf dem Foto gesehen hat oder auf der Eintrittskarte vom Kino, was er da in der Hand gehabt hatte. Und irgendwas ist da gerade passiert, als wir gerade den Zeitsprung gemacht haben. Dann sah es so aus, als ob der Doc nicht mehr da wäre. Und dafür vielleicht jetzt Bürgermeister oder sowas. Zumindest hat das was mit dem großen Plakat zu tun gehabt, wo er wohl auch abgebildet war, ein bisschen veränderter Form. Und die nächste Folge heißt Bürger Brown. Und dieses Bürger, das ist ein bisschen bedeutungsschwanger. Das erinnert mich ein bisschen an Bürger Lars Dietrich. Ja, das auch. Der hat seinen Namen auch angelehnt an dieses Bürger. Und das stammt irgendwie aus einer. Ich kann es nicht sagen. Es erinnert mich, es lässt was schellen in meinem Kopf. Vielleicht kommt das von Clockwork Orange oder sowas. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, dieses Bürger hat irgendwas. Dieses spezielle Bürger Brown hat irgendwas auszusagen, was ich jetzt gerade nicht weiß. Aber es wird sich dann hoffentlich in der nächsten Folge dann aufklären. Und ja, das war die Episode 1 und damit mache ich jetzt Schluss für heute. Wir haben ja, Tales from the Borderlands ist noch am Laufen und Tales from the Borderlands Episode 2 nehme ich mir als nächstes vor dann. Und vielleicht irgendwas anderes nochmal zwischendurch, was es so ergibt. Ich habe mal überlegt, ob ich vielleicht so ein paar Retro-Spiele zwischendurch mal einstreue, weil ich das auch ganz gerne mache. Also so was richtig Altes mal auskramen. Insofern ich das zum Laufen kriege auf Windows 7 Rechner. Das ist manchmal ein bisschen hakelig, aber es ist nicht unmöglich. Es gibt ja dann auch Emulatoren und so. Und vielleicht mache ich mal auch ein paar richtig alte Retro-Games zwischendurch. Schreibt mir mal in die Comments, ob ihr da Bock drauf habt. Ganz sicher bin ich mir da noch nicht. Es geht auf jeden Fall geht's weiter bald mit Tales from the Borderlands und dann auch wieder mit Back to the Future. Alles klar. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis bald.